Und hallo YouTube. Ja, das Mädchen bewundert unsere tolle Rüstung. Die Maske sieht aber auch cool aus. Und ja, in der letzten Folge haben wir leider einen Mord begehen müssen. Und wir haben ja noch einen Bauplan von einem Jagdbogen. Und ich wollte den jetzt eigentlich mal benutzen, diesen Jagdbogen-Bauplan. Und da jetzt hier schon diese Schmelze ist, mal gucken, was wir mit der Schmelze machen können. Ja, das ist mir klar. Wir können Stahlbarren machen. Wir machen mal ein paar Stahlbarren, wer weiß. Wir können Silberbarren machen, wir können Quecksilberbarren machen. Und wir können ein paar Eisenbarren machen. Unser Traglas ist auch noch weit weg. Was gibt's hier? Okay. Diverses. So, jetzt gucken wir mal, gibt's hier denn irgendwo eine Schmiede? Der Hämmer, der nur hier dran. Ist das hier vielleicht die Schmiede? Ich könnte natürlich einfach auf die Map schauen, wo hier die Schmiede ist. Südviertel, Schneiderei, Lederwaren, Schmiedewerk. Das heißt, das müsste da lang sein. So, wir müssen halt auf den großen Platz und dann sollte es da vorn schon sein. Ich hoffe mal, der hat da drin... Ne, das ist die Bank. Ach, da in dem Eck, okay. Genau, das sieht richtig aus. Boden haben wir, das Schmiedewerk, aber dann versuchen wir mal, uns diesen Bogen zu machen, diesen Jagdbogen. Genau. Hallo. Schärfstein. Genau, den würde ich gerne benutzen. So. Gott sei Dank gehen die genau wie ins. Hallo, danke. Genau. Das wollten wir nämlich. Waffen. Jagdbogen. Wir brauchen 2 Holz dafür. Dann können wir uns den Jagdbogen machen. Du verkaufst nicht zufällig Holz. Krieg auf Nerim. Verkaufst du Holz? Ja? Waren. Nein, sie ist nur zum Bestaunen. Ihr sagt irgendwie alle den gleichen Satz. So, hier haben wir natürlich noch einen Haufen mehr Baupläne. Schlichter Stuhl. Okay, wir können uns auch einen Stuhl bauen. Ich wollte eher gucken, ob der... Okay, der hat auch wieder Bücher. Sonstiges. Hat der denn Nägel? Der hat Holz. Okay. Das heißt, wir brauchen 2 Holzstücke. 20 Groschen für 2 Stück Holz. Du bist aber auch ein Gauner. So, jetzt können wir uns aber den Langbogen schmieden. Bam. Weil der sollte jetzt ein gutes Stück besser sein als unser bisheriger Bogen. Genau, jetzt haben wir hier den Langbogen und den Jagdlangbogen. Das ist schon ein ordentlicher Unterschied. Der wird jetzt geäfft, der wird rausgeäfft und dann werden wir den hier ummodellieren und zack, wir haben einen Jagdlangbogen. Der sieht auch viel cooler aus gleich. Sehr schön. Haben wir mal unser Arsenal aufstocken können. Das mit den Bauplänen muss ich mir auch merken. Das wird aber eher so ein Folgenpausending sein, wo ich mich halt in der Folgenpause mal hinsetzen werde und keine Ahnung, mal halt mal diese Baupläne alle studieren werde. Was braucht man für die? Was können wir schon bauen? Was wollen wir bauen? Weil wir werden ja wahrscheinlich eher in die Richtung leichte Rüstung auch wieder gehen müssen, weil wir werden ja doch ein Schleicher sein, da passt diese schwere Rüstung vielleicht nicht ganz so gut. Wobei ich mir denke, diese Maske noch eine Weile zu behalten, einfach nur zwecks Style. Also die wird so lange behalten, bis wir wirklich was finden, wo ich sagen muss, okay, das ist von den Stats her so viel besser, dass halt der Fashion-Faktor negiert wird. Und ja, jetzt treffen wir uns erstmal mit Jesper. Und ja, wie gesagt, in der letzten Folge haben wir ja einen Mord begehen müssen. Das sollten wir ja nicht so laut sagen, hier stehen Wachen drum. Aber mein Monolog, mein inneren Monolog hört ja keiner. Und diesen Mord bereut Natris sehr und er will ja eigentlich auf gewisse Weise rechtschaffen sein. Er sieht sich ja selbst vielleicht sogar so ein bisschen als Robin Hood, nur dass er halt nicht den Arm gibt, sondern nur sich selbst. Nee, er will halt niemanden töten eigentlich. Ja, wo ist er denn jetzt? Hier könnten wir wieder Karten spielen. Alles, was du wünschst. Ah. Ja? Hey, du bist gekommen. Komm, setz dich. Auf jeden Fall.
Und wir haben eine neue Maske. Wie kommst du zurecht? Muss schon ein komisches Gefühl für dich sein. Gerade noch Flüchtling auf der Suche nach einem besseren Leben. Und ehe du dich versiehst, läufst du mit einer Magiebegabung durch die Gegend, die selbst einen alten Magier wie Funkenschlag stutzig macht. Und die wir jetzt völlig im Dreck liegen lassen, nie wieder benutzen werden, weil wir jetzt einen Bogen haben. Eigentlich ganz gut. Das ist natürlich auch, ich glaube, so würde ich in echt wandern. So, what the fuck is going on? Du schlägst dich auf jeden Fall ziemlich gut. Ich bin jedenfalls gespannt, wie sich das mit dir weiterentwickelt. Aber erzähl mal, was hältst du von diesem Land, jetzt wo du ein bisschen Zeit hier verbracht hast? Ich stelle es mir als ziemliche Umstellung im Vergleich zu Nähren vor. Durchaus, aber erzähl mir mal, was alles passiert ist. Na dann lass mal hören. Finde ich übrigens sehr toll, dass man immer diese Geschichten erzählen kann. Und wir haben scheinbar was gegessen. Kann ich mir vorstellen. Oh, lecker Fleisch. Weißt du, genau das ist auch der Grund, dass ich Tavernen so gern mag. Draußen kann passieren, was will. Hier drinnen stößt man immer auf Gelächter und gute Stimmung. Gibt ja auch Alkohol hier drin. Den schönen Männern und Frauen ganz zu schweigen. Ja, man merkt nichts vom Chaos draußen. Der Sonne sei Dank nicht. Die man hier drin Wobei auch nicht sieht. Ich mich an Enderal mittlerweile auch schon fast wieder satt gesehen habe. Morgen läuft ein Schiff nach Kilee aus. Und so wie es aussieht, wird es das letzte für eine lange Zeit sein. Mal sehen. Vielleicht haben sie noch einen Platz frei. Pro-Tipp, nicht als blinder Passagier mitfahren. Da wird man nur abgestochen und oder über Bord geworfen. Das ist keine gute Idee. Ja, und der will scheinbar abhauen. Ja gut, der Jasper, das ist so ein bisschen eigentlich der Charakter, den ich mir da vorstelle. Also der Abenteurer-Typ, der sich halt nicht ganz so an die Regeln hält, aber doch ganz rechtschaffen ist, zumindest was wir bisher so gesehen haben, immer eigentlich relativ gut drauf, der durch die Welt reist. Vielleicht hat sich ja Natris jetzt an ihm ein Vorbild genommen. Was bekommt Natris für eine Backstory? Vielleicht sollte ich mir da wirklich was überlegen auch. Das mache ich eigentlich sonst auch immer recht gerne. Naja, das war ja ohnehin alles mehr Zufall als gewollt. Der Orden brauchte jemanden mit Diskretion und Talent. Ich war im Lande. Fertig. Herrje, ich als Gesandter des Heiligen Ordens. Kannst du dir das vorstellen? Der Typ ist so drauf. Befreit euch der Gewandung, auf dass wir gemeinsam in Malfas heiligem Licht baden können. Eigentlich gar nicht so übel, oder? Sei mal ehrlich, wie oft hat der Spruch schon gezungen? Gott, der Typ muss echt was Gutes geraucht haben. Er schaut so dicht aus. Wobei ich die Musik hier irgendwie auch ganz lustig finde. Ich glaube, in so eine Kneipe würde ich mich auch jeden Tag hocken. Es ist. Wobei gut, das Essen könnte wahrscheinlich. Wobei, die haben wahrscheinlich garantiert Met. Ich mag ja Met sehr gerne. Eigentlich schade, dass wir den Met in der letzten Folge da verässigen mussten, weil ich mag ja Met lieber als Bier. Bier kann ich ja nicht leiden, aber Met mag ich gerne. Ja, der ist immer noch sehr überzeugend, wirklich. Der Spruch, wie gesagt, der Spruch muss bei jeder holden Maid ziehen, die es da draußen gibt. Also da, wenn er jetzt zu der hingeht und die anspricht, die zieht sich sofort aus. Wie schmeichelhaft. Aber weißt du, ich glaube, am Ende würde mir einfach sowohl der Pathos als auch der Idealismus für so einen Beruf fehlen. Ich weiß doch, wie die feinen Hüter dort oben über Söldner wie mich reden. Ich könnte 30 Jungfrauen vor einem wild gewordenen Myraden retten. Am Ende würde es heißen, ich habe es getan, um die Frauen ins Bett zu bekommen. Egal, was ich tue, für sie tue ich es aus niederen Motiven, weil ich ja ein käuflicher Halunke bin. Was sie dabei nicht verstehen, ist, dass es Ergebnisse sind, die zählen, nicht Absichten. Wie sagt der weise Eremit so schön, nichts ist dem Geretteten unwichtiger als der Grund seiner Rettung. Das stimmt zwar, aber... Der einzige Unterschied zwischen einem Söldner wie mir und einem heiligen Hüter ist, dass ich mir wenigstens darüber bewusst bin, dass ich das, was ich tue, in erster Linie für einen Menschen tue. Und der bin ich selbst. Das stimmt zwar alles, aber Absichten und Motive führen halt meistens zu bestimmten Ergebnissen, weil wenn ich halt nur aufs Geld aus bin, dann kann es halt auch mal sein, dass ich diese ganzen Frauen nicht rette, weil ich keine Bezahlung am Ende bekomme oder so. Wie gesagt, dieses Ergebnis in dem Fall ist zwar schon wichtiger als das Motiv, aber
Motive führen für gewöhnlich zu gewissen Ergebnissen, aber gut, wie gesagt, solange das Ergebnis gleich bleibt, ist das Motiv wahrscheinlich wirklich egal. Aber naja. Naja, diese Helden und selbsterklärten Weltretter sind keinen Deut besser als jeder andere auch, darauf will ich hinaus. Am Ende handeln wir alle immer so, wie es unserer Vorstellung von uns selbst entspricht. Stimmt natürlich auch wieder. In anderen Worten, der Hüter rettet vielleicht die holde Maid vor den Banditen, aber am Ende tut er es, weil er sich gerne in einem bestimmten Licht sieht. Er hat eine Idealvorstellung von sich, einen Selbstwert. Und alles, was er tut, tut er, um dieser Vorstellung zu entsprechen. Weißt du, der Witz ist ja, dass gerade die Menschen, die sich höhere Motive auf die Fahnen schreiben, die wirklich gefährlichen sind. Weil sie nicht einmal ansatzweise kapieren, was sie antreibt. Und das macht sie verdammt leicht zu manipulieren. Da hat er ziemlich recht. Was der fähige Hassprediger oder Tyrann dann noch tun muss, ist es irgendwie zu schaffen, diese Menschen dazu zu bringen, dass sie seine Ambitionen mit in ihr Selbstbild packen, beziehungsweise als ihre eigenen begreifen. Und zack, fertig ist die perfekte Marionette, die es kaum erwarten kann, sich für ihn in das nächste Schwert oder den nächsten Pfeilhagel zu stürzen. Es ist einfach so idiotisch. Anders kann ich es nicht nennen. Die Welt wäre so viel besser, wenn die Menschen sich einfach mal eingestehen würden, dass es nicht den einen Grund für unser Hiersein gibt. Und dass sie wie jeder andere eben auch nur einer Sache hinterherjagen. Und die ist unser Eigenwohl. Wenn jeder für sich selbst sorgen würde, wäre für alle gesorgt. Das sollten sich die Schnösel in ihren roten Gewändern da oben mal zu Gemüte führen. Ja, die Sache ist halt, wenn jeder nur für sich selbst sorgt, wie sieht dann das Ganze halt aus? Weil man muss ja an so Sachen wie Arbeitszeitung und alles auch denken, wo landet man dann als Gesellschaft? Weil sicher, wenn jeder für sich selbst sorgt, wird es vielleicht sogar durchaus den gleichen Weg gehen wie jetzt halt auch schon. Und außerdem bin ich der Meinung, ein gewisses Maß an Idealismus braucht man auch. Natürlich tut man alles, weil man es tun will. Weil man sich in einem bestimmten Licht sehen will. Das ist ja eben dieser altruistische Egoismus. Dass ich anderen helfe, weil ich mich dann besser fühle. Dass ich halt praktisch altruistische Ziele verfolge, weil das meinem egoistischen Ziel hilft. Das heißt, ich helfe dem anderen, weil ich mich dann toll fühlen kann, jemand anderen geholfen zu haben. Und das ist halt danach eine Form von Egoismus. Da hat er nicht ganz unrecht, aber ich finde, ein gewisses Maß an Idealismus braucht der Mensch. Natürlich kann man mit Idealismus allein die Welt nicht retten, das stimmt natürlich auch. Und zu viel Idealismus, wie von den meisten Dingen, es ist wie mit allen Dingen. Eigentlich zu viel ist meistens schlecht, weil man dann eben, ja, wie gesagt, halt so eine leicht manipulierbare Marionette wird. Wenn ich halt nur mein Ideal habe, nur an dem Ideal festhalte, dann kommt der dem her und sagt, ich habe dieses Ideal auch, jetzt hör mir zu, dann bringen wir das durch. Und ich glaube dem dann bin ich eine leichte Marionette. Das da hat er auch recht, aber wenn nur jeder für sich selbst sorgt, wäre für alle gesorgt, aber kommt man dann weiter? Weil es ist ja auch das. Natürlich, wenn wir jetzt einfach sagen, jeder sorgt für sich selbst, dass man halt jeden Tag gerade mal so genug zu essen hat, das würde man vielleicht hinbekommen. Aber würde man das mal überhaupt noch schaffen? Weil das geht halt auch nur, solange es wenige Menschen gibt. Hier in Enderal wäre es vielleicht sogar möglich, weil die Population gering ist. Aber wenn man mal in unsere Welt schaut, bei den Millionen an Menschen, die es gibt, das geht halt einfach nicht. Dass da jeder für alles, vor allem wenn man halt mehr will als bloß Essen und Dach im Kopf. Sicher, ich glaube, jeder Mensch könnte sich eine Hütte bauen und was für zu essen sorgen. Die Sache ist halt, wenn ich mal was anderes zu essen will, sprich, ich will mal zum Beispiel Fisch essen, kann aber nicht angeln, dann muss ich ja schon wieder wen anders fragen und dann beginnt der Handel. Oder ja, wenn jeder nur für sich selbst sorgt, dann würde es sowas wie das Internet, Technologien und sowas nicht geben, weil, ganz ehrlich, die meisten Gesellschaften wären ja dann erst groß, wenn für Grundnahrung alles gesorgt ist, man die Zeit hat, ja, aber sowas nachzudenken, weil wo kommen denn solche Ideen her, wie bauen wir doch eine Dampfmaschine, bauen wir doch ein Atomkraftwerk, bauen wir doch Kraftwerke, machen wir doch Elektrizität, wo kommt das her, dass wir physikalisches Verständnis haben, weil halt Leute nicht den ganzen Tag nach Futter suchen mussten, sondern die Zeit hatten, sich hinzusetzen und zu sagen, okay, wie funktioniert denn die Welt? Also, auf der einen Seite hat er schon recht, auf der anderen Seite schlägt seine Sache natürlich genau in die Gegenrichtung um. Er sagt halt, ja, alle sind immer so idealistisch und zu viel Idealismus ist, wie gesagt, auch schlecht. Er hat da schon recht, wenn man halt nur immer
sagt, man ist jetzt hier der Weltverbesserer und in Gottes Namen alles macht, dann wird man halt leicht manipulierbar. Gleichzeitig aber, wenn jeder nur absolut auf sich selbst schauen würde, sprich, wenn nur jeder für sich selbst sorgt, dann hätten zwar alle vielleicht genug zu essen, aber wir würden dann vielleicht oder wahrscheinlich immer noch in Höhlen wohnen. Außerdem ist es gegen die menschliche Natur auch ein bisschen nur für sich selbst. Und ich glaube, fast jeder Mensch hat zumindest gegenüber seiner Familie oder sowas, was ich auch schon mal, glaube ich, vor kurzem sogar besprochen habe, im Let's Play ein gewisses Maß an Altruismus, dass man halt zumindest den Leuten, die halt deine Gene teilen, denen will man helfen. Ja, nüchtern nicht mal unbedingt. Es ist ein interessanter Gedanke, würde ich sagen. Wie gesagt, es ist diskutierbar, aber interessant. Siehst du das so? Das ist doch mal erfreulich. Aber wie auch immer, ich empfehle mich nun erstmal. War ein wirklich nettes Gespräch eben. Aber das Schiff nach Kile läuft morgen noch vor dem ersten Hahnenschrei aus. Und bis dahin will ich das Ganze nochmal überdacht haben. Okay, der Spruch muss jetzt schon sein. Bleib doch, dir statt fehlt es an gut aussehenden Söldnern. An gut aussehenden Nerimesen hat sie ja kürzlich dazu gewonnen. Vielleicht gleicht das den Verlust aus, wenn ich gehen sollte. Halt die Ohren steif. Ach, ich mag den Jesper, der ist cool. Der hat zwar, ja, wie gesagt, sein Weltbild nicht das schlechteste. Es ist besser als, wie gesagt, übertriebener Idealismus ist schlecht. Zu wenig davon vielleicht auch schlecht. Also meiner Meinung nach, einen gewissen Idealismus braucht die Welt schon auch. Und jetzt lauschen wir hier noch den schönen Klängen. Was hast du geraucht und wo kann ich es finden? Yeah. Der schaut auch nur zu. Ah, da, die hat das gute Kraut. Darf ich auch mal einen Zug hier? Komm, ein Zug. Oh yeah, das Zeug haut rein. Mehr! Gib mir mehr von dem guten Kraut. So, und damit sage ich Tschüss YouTube und bis zur nächsten Folge von Let's Play Skyrim Enderal. Wir haben uns mit Jesper getroffen, ja, und wo es in der nächsten Folge lang geht, das sehen wir in der nächsten Folge. Bis dann, tschüss.